Herzlich willkommen zum Glocker Talk und zu der für mich schönsten Juristin der Schweiz. Herzlich willkommen, Marsha Sanchi. Da muss sie lachen, als schönste Juristin der Schweiz. Normalerweise stellt man sich Juristin ja anders vor, ich weiß es, weil ich habe selbst studiert. Die normale Juristin stellt man sich ja eigentlich vor mit einer etwas dickeren Hornbrille und dann meistens mit irgendwelchen Pullovern, die auch im Mai nicht so fröhlich ausschauen wie deine Pullover. Erzähl mir doch mal, wie wird eigentlich eine Frau, die man doch als wirklich schöne Frau bezeichnen kann, Juristin? Ja, für mich war einfach von Anfang an wichtig, dass ich neben dem ganzen Model-Business, wo ich drin bin, dass ich einfach auch noch eine anständige Ausbildung habe. Und als ich dort an dieser Misswahl, an der Schweizwahl, bei Zweite geworden bin, ich schon immatrikuliert gewesen. Und für mich war eigentlich klar, dass ich das Studium nie wieder aufgeben, dass ich das einfach wieder weiterziehe, weil das ist etwas, das einen Wert hat und einen Bestand hat, wenn ich mal älter bin und gefaltet habe und vielleicht als Model nicht mehr so gefragt bin. Und ich bin auch Gott froh, dass ich es auch weitergezogen habe, weil es hat mir zum Beispiel immer extrem genützt, so als Vergleich, wo würde ich stehen, wenn ich nicht in das ganze Miss-Business komme? Ganz ehrlich, ich meine, da kommt plötzlich in einen Hörsaal kommt eine Miss rein. wie sind denn da so die Kolleginnen und Kollegen gewesen? Schau mal, das gibt es ja nicht, was hat die hier verloren? Also ich bin, glaube ich, schon nicht eine auffällige Studentin, also ich sitze so gerne in der ersten Reihe. Ja, schon eine Brille, doch. Aber nein, also das ist für mich sind das zwei Leben. Das eine ist mein Job und das andere ist mein normales Leben, das ich auch hätte, wenn ich nicht in die Glamour-Welt reingerutscht wäre. Und ich brauche den Ausgleich einfach auch, um zu schauen, um mich zu orientieren, wo würde ich stehen, wenn ich das andere nicht hätte. Und am Anfang, klar, als ich angefangen habe, im ersten Semester, da ist natürlich schon getuschelt worden und so, aber mittlerweile ist es schon. Hat man dir das eigentlich zugetraut? Ja? Haben andere dir das zugetraut? Darf ich das Studium fertig machen? Ich glaube schon, es haben viele gedacht, ja, das klingt gut, dass sie Jus studiert, aber ob sie es dann wirklich fertig macht, das ist das andere. Aber ich glaube, das hat sicher solche Leute gegeben, die das zum Teil auch gedacht haben, aber die mich kennen, die wissen eigentlich, dass wenn ich etwas anfange, dass ich es fertig mache. Aber es ist ja doch schwierig. Ich meine, bei Jus muss verhältnismäßig doch sehr viel lernen. Und es ist auch ein lernintensives Studium. Wie hast du das eigentlich zeitlich so unter den Hut gebracht? Ja, es ist extrem tough. Ich habe natürlich immer gedacht, so eine Miss hat ein Ablaufdatum. Nach einem Jahr oder nach anderthalb bin ich weg vom Fenster oder kann einfach noch von Party zu Party kumpeln und irgendwie noch Skandale herreihen und so. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Ein Jahr, das ist absehbar, anderthalb, aber dass ich jetzt nach 5 Jahren mein Leben immer noch finanzieren, über das hätte ich ja nie gedacht. Es ist einfach ganz ein klares Zeitmanagement. Also ich habe eine Agenda, die am Wochenende geplant ist und am Abend und einfach da mal ein spontan. Also du bist dann eine von denen, wo dann die Maskenbildnerin dich dann noch irgendwie abpudert und du in einem Bikini da jetzt gleich auf die Bühne kommst, und aber du liest dann doch noch das bürgerliche Gesetzbuch vorher. Ja, das ist schon, aber doch, also gerade vor den Prüfungen, die ich den Bachelor gemacht habe, im Herbst habe ich zum Teil auch Shootings gehabt, da bin ich geschminkt worden und habe halt meine Karteikärtchen und so oder meine Gesetze gelesen. Das ist logisch, irgendwie muss man schon sich arrangieren. Also, weil wenn man nicht den Biss hat, dann ist es schon eine taffe Kombination. Aber du warst ja eigentlich bist eigentlich die Einzige, die, sagen wir mal, so konsequent, ich sage jetzt mal, doch ein akademisches Studium überhaupt von allen Missen durchgezogen hat. Weil die meisten fielen ja dann wieder in irgendwelche Berufe zurück, die ja jetzt nicht gerade also als Anwältin oder sonst was enden. Wie war das denn mit deinen Kolleginnen? Haben die gedacht, ach, die fühlt sich dafür so was Besseres als wir? Der Neid ist ja groß bei denen, wie wir wissen. Okay, das hast jetzt du gesagt. Ja, ich kenne mich auch ein bisschen aus. Ja, irgendwie ist es natürlich schon so. Jetzt habe ich schon gemerkt, ich bin immer eine Aussenseiterin bei dir, die noch studiert oder die noch die Ausbildung macht. Ich habe mir eigentlich alles das nie gesehen. Ich habe gewusst, für mein Aussehen habe ich nicht gearbeitet dafür. Irgendwann wird das irgendwie auch verblassen. Und mir war immer wichtig, auch für mich selber, für mein Selbstvertrauen, dass ich weiss, ich bringe auch etwas zustande, wenn ich die Leute nicht sehe. Und das habe ich mit dem Studium irgendwie machen können, mit dem Radio, wo ich arbeite, Äußeren auch nicht zählt. Ich brauche das selber einfach auch für, ja. Aber gab es nicht mal den Punkt irgendwo, wo du an der Grenze warst, wo du gesagt hast, also komm, Marsha, muss ich mich jetzt da hinschleppen in die Uni, muss ich jetzt da unbedingt die Prüfung machen? Es wäre doch viel einfacher, als Leiche im Tatort zu beginnen und dann irgendwie als Kommissarin, als Schweizer Kommissarin bei einem Tatort zu enden.
Ja, es hat natürlich schon Punkte gegeben, wo ich wirklich an Grenzen bekommen habe. Also einfach mit dem Lehren. Und ich habe ja kein Management. Ich mache das seit 4 Jahren selber an einer Einzelfirma im Handelsregister. Und das ist man das höre, ist das sind ja Juristinnen. Ha! Einzel. Wunderbar. Und wenn man auch die Verlockung hat, oder ich könnte mein Leben finanzieren durch das, was ich mache. Weil ich muss heute auch viele Sachen absagen, weil es halt einfach mit dem Studium sich nicht verträgt. Aber ich habe einfach immer mein Ziel gehabt, aber gab es nicht mal den Punkt, so vor 3, 4 Jahren, wo du doch im Zweifel warst und gesagt hast, studieren kann ich ja auch dann, wenn ich nicht mehr die glänzende Beauty bin? Mir hat das Model halt einfach geistig einfach auch ein bisschen zu wenig gefordert. Also wenn ich das nicht, wenn du bist du eigentlich, wenn ich mir die meisten Models angucke, sind die teilweise geistig vom Modeln schon überfordert. Also ich habe natürlich auch gute Seiten gesehen. Zum Beispiel auch gemerkt, dass ich viele Kunden habe, wo ich wahrscheinlich, wenn ich nicht daneben auch würde, mal irgendetwas arbeiten und auch wüsste, wie es ist, wenn man zu einem normalen Stundenlohn einen Tag lang im Büro sitzt. Wenn ich das nicht wüsste, ich weiss auch, dass Kunden das zum Teil sehr schätzen und mich wegen dem mal buchen. Mhm. Weil sie wissen, das ist nicht eine, der für eine Autogrammstunde ein paar tausend Franken bekommt und sonst noch nie wirklich hat müssen etwas arbeiten. Der berühmte Satz, den ja viele doch kennen, wo Linda Evangelista, mal eine der ganz großen Models, gefragt wurde, ja, wann stehen Sie eigentlich auf? Und da sagte sie den klassischen Satz, also unter 20.000 Dollar stehe ich überhaupt nicht auf. Ja. Das ist eigentlich ein Satz für mich, wo ich sagen würde, die würde ich nie engagieren. Ja. Aber das berühmte Zeitmanagement, bist du da zu dir auch sehr hart und sagst, Samstag, Sonntag, jawohl, ich teile meine Zeit wirklich ein? Ja, das bin ich schon. Also bei mir wird halt meistens dann im Ausgang gekürzt. Oder wenn ich Ausgang gehe, dann ist einfach um Mitternacht Schluss, wie am nächsten Tag. Ja, irgendwie auch noch ein bisschen leistungsfähig sein. Also da bin ich, es geht anders wirklich nicht. Das geht anders ist es zu viel. Und man muss auch im Kollegenkreis, ich halt lieber irgendwie 5 gute Freunde statt 20. Weil die müssen einem auch ein gewisses Verständnis entgegenbringen, dass man halt sich vielleicht nicht so viel sieht oder zum Teil mehr Telefonkontakt hat. Wo siehst du dich jetzt, also juristisch gesehen, in 5 Jahren? In 5 Jahren werde ich wahrscheinlich das Anwaltspatent noch haben. Ja. Und dann möchtest du jetzt mehr im Zivilrecht oder mehr Strafrecht oder mehr? Ja, schon mehr Zivilrecht. Wirtschaftsrecht, Zivilrecht. Dort mache ich ist auch lukrativer. Oder Medienrecht, und das ist auch etwas, was mich interessiert. Und dort sehe ich mich eigentlich auch mit Medien und Recht, werde ich wahrscheinlich auch in 5 Jahren noch zu tun haben. Aber ob es dann mehr Recht ist oder mehr Medien, das weiß ich im Moment nicht. Aber was natürlich interessant wäre in deinem Fall mit Medien und Recht, weil du dich auf der einen Seite aus den Medien bewegst, du kennst dich in den Medien aus, du weißt, wie die Medien teilweise funktionieren, und auf der anderen Seite eben der juristische Teil, wo man sagt, also hier gehen Medien viel zu weit, hier sind auch, nein, das weiß ich ja selber, also ich meine, ich lebe ja nicht auf einer einsamen, idyllischen Insel. Ich weiß ja, dass Medien teilweise viel zu weit gehen. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, dass das eine der ganz großen Zukunftsbranchen ist, weil es gibt letztlich ja zu wenig Medienrechtler. Ja, ich muss sagen, ich finde das auch spannend. Einerseits eben zu wissen, wenn man selber in den Medien ist, wie man betroffen ist, wie du sagst. Auf der anderen Seite mache ich zum Teil ja auch Medien. Also ich habe verschiedene Praktika gemacht, auch beim Blick und bei Berner Zeitung, und arbeite beim Radio Berner Oberland. Da bin ich auf der anderen Seite. Und dann die dritte Seite auch die rechtliche noch. Wie darf man eigentlich gehen oder was ist zu viel? Jetzt mal ehrlich, hast du dich da schon erwischt, wo du gesagt hast, also Marsha, als Juristin müsste ich dir jetzt sagen, da gehst du zu weit. Nein. Also jetzt selber in den Medien? Ja. Nein, da habe ich das schon auch. Ich sage mir immer, was ich nicht will, dass man es mit mir macht, das mache ich gar nicht mit anderen. Das ist ein hehrer Grundsatz. Ja. Den ich dir sagen kann als Chefredakteur, bist du öfters dann schon in der Zwickmühle, wo du dir denkst, Mensch, auf der einen Seite, das verkauft dann doch wieder enorm viel irgendwie Exemplare, und auf der anderen Seite hast du dir dann früher auch gedacht, mach ich's nicht. Ich muss selber persönlich sagen, jedes Mal, wenn ich Nein gesagt habe zu irgendetwas, dann war es mir wohler und hat sich eigentlich nie negativ ausgesagt. Aber die andere Karriere sozusagen als Medienbusinessfrau, die wirst du weiterhin auch. Also machen. Was meintest du, welcher von? Ich meine zum Beispiel, dass du weiterhin als Model arbeitest, auch wenn du Juristin bist, dass du weiterhin im Fernsehen arbeitest, dass du weiterhin
als Moderatorin arbeitest? Nein, das Model ist natürlich sicher etwas, was ich weiss, das würde ich nicht bis 30 machen. Also. Wie bitte? Also entschuldige mal, ich kenne Models, die sind jetzt gerade mit 65, haben die fantastischen Verträge bei Estée Lauder bekommen. Also, ja, aber das ist international, oder? Aber wenn ich nachher Jurist und sage, Model finde ich gut, solange ich in Ausbildung bin und mir so meine Ausbildung finanzieren kann. Aber wenn ich jetzt mal Anwältin bin, dann würde ich in dem Abend noch Modelshows laufen. Also ganz ehrlich, also sicher nicht. Es wäre ja faszinierend für uns. Also für uns wäre es ja faszinierend, wo man dann sagen könnte, gerade eben vom Gerichtssaal und jetzt schon auf dem Laufsteg. Nein, das finde ich geht irgendwie nachher nicht zusammen. Moderiert ist ein etwas anderes. Ich sehe das auch so von der Verteilung, als ich angefangen habe, war fast alles nur Modelaufträge. Heute sind es über 3/4 Moderationen, die ich mache. Und das ist schon, merke ich, das ist schon, wenn man ein bisschen älter wird, man kann ein bisschen mehr Persönlichkeit halt reinbringen. Mhm. Und es ist mehr als nur noch leider Ständer auf zwei Beinen. Und wir machen die Moderationen eigentlich auch extrem Spass. Aber weil, gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Als du damals die zweite Miss Schweiz-Wahl wurdest, hat es dir da nicht dann plötzlich auch Angst gemacht, was da auf dich zukommt? Weil ich meine, du hast Matur, du hast x andere Sachen gemacht. Es ist ein Unterschied, ob du jetzt also Coiffeuse mit 16 oder 17 rauskommst und du wirst dann Miss Schweiz oder die zweite von Miss Schweiz. Das ist ein anderes Leben, als wenn du eigentlich in der Familie ganz normal aufwächst und sagst, okay, ich mache Matur und deinen Lebensweg anders programmiert hast. Ich war schon ein bisschen alt vorgegangen, weil ich bei Miss Bank war. Ich war eigentlich qualifiziert direkt für meine Schweizwahl. Und darum habe ich schon ein bisschen kennt, ein paar Monate lang, wie das ist. Nein, ich muss sagen, als ich dort zweit wurde, habe ich nicht gedacht, klar hat es mich gewurmt im ersten Moment. Ich bin auch dort her, weil ich ja gewinnen wollte. Heute bin ich Gott froh, habe ich nicht gewonnen, weil ich denke, es hat mir mehr gebracht. Aber ich habe mir gesagt, hey, wenn die mich nicht wollen, dann mache ich meinen Weg alleine. Und dann habe ich halt einfach Gas gegeben. Und haben wir ja wirklich auch eingesetzt. Das ist mal eine blöde Frage. Ja. Also wenn ich mir so angucke, sich einfach anzumelden, schon bei einer Miss Bern-Wahl. Also ich muss sagen, wenn ich mich angemeldet hätte bei Miss Zürich-Wahl, ich glaube, mein Vater hätte mich sofort auf kürzester Hand entmündigt. Also es ist so, ich habe vorher gemodelt und dann hat mich die Agentur, die ich hatte, mich auch ins Ausland geschickt. Mir hat das einfach nicht so gefallen. Und dann war Miss Bern ausgeschrieben, ich war jetzt in der Maturvorbereitung am Lehren. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe ja nie gedacht, dass ich gewinne. Darum habe ich gedacht, hey, das wäre eigentlich noch eine gute Erfahrung für ein bisschen zwischen ihm. Ja. Wenn ich dort hergegangen muss, geht die Hose, ist gleich die von meiner Klasse, vom Gimmer, die sehe ich ja nicht mehr. Weil die Vorschläge hatte ich, dass ich durchkomme durch die Matur. Und die von Uni, die kenne ich noch nicht. Nein. Das ist also genau so ein Zwischenzeichen. Ich bin auch nicht jemand, der wirklich ein gutes Selbstbewusstsein denken hatte. Ich war eher scheu. Ich dachte, das würde mir vielleicht mal gut tun, vor Leuten her müssen stehen und aufzutreten. Und die sind dann immer weitergekommen. Also das habe ich nicht gedacht. Das hat dann auch einen riesen Stress gehabt. Ich habe irgendwie Donnerstag, Freitag hatte ich Maturprüfungen, am Samstag die Wahl, dann gewinne ich, was niemand denkt. Also ich auf jeden Fall nicht. Am Sonntag, den ganzen Tag mit Presseterminen. Und am Ende musste ich Matur fertig schreiben. Und dann ist es recht ein Stress geworden. Und ich eigentlich dann auch 3 Monate nach Spanien gehen, mein Spanisch verbessern. Ja. Das konnte ich alles absagen. Eine Kollegin alleine müssen gehen. Das hat mir völlig auf den Kopf gestellt, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Hat es dein Leben nicht insgesamt auch etwas auf den Kopf gestellt? Ich meine, auch gerade jetzt die Nummer 2, weil der Miss Schweiz war. Erklär mir doch bitte mal ein Phänomen. Warum ist die Miss Schweiz in ganz Europa ein Phänomen, das es nur in der Schweiz gibt? Es redet kein Mensch über die Miss Austria, kein Mensch über die Miss Germany, keiner über Miss France vielleicht noch, weil die darf dann irgendeinen Abschnitt von der Autobahn einweihen oder sonst was. Aber sonst kein Mensch. Aber in der Schweiz seid ihr prominent. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich unnormal, finde ich auch. Ich meine, das weißt du selber. Wir sind einfach ein kleines Land mal. Ja. Und dann, gut, in der Schweiz oder so, die ist vielleicht auch vor allem in Deutschschweiz bekannt, wie in 2 anderen Landesteilen weniger. Wir sind einfach ein kleines Land und ja, zu wenig wirkliche Prominenz und keine Königshäuser. Also ist eigentlich logisch. Ja, gut, das sagst jetzt du. ja, ist logisch, machen wir halt dann so einen Starrummel drum. Hat dich denn der Starrummel auch dann teilweise verärgert? Weil du bist ja jemand, wie ich weiß, du lässt dich ja ungern in eine Schublade reinstecken. Stimmt, also du bist niemand, zu dem man sagt, mach das, mach das, mach das. Du hast ja sehr deinen eigenen Kopf. Mhm. War das am Anfang auch so ein Abnabelungsprozess von dem ganzen wie Schweizer Organisation mit allem drum und dran? Also es ist nicht so, dass ich nicht mit denen zusammenarbeiten wollte. Es hat sich einfach nicht ergeben. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich selber die Hände. Du das selber für mich machen. Und das hat dir ja am Anfang keiner zugetraut.
Nein, ich muss natürlich. Ja, nein, das ist wahr. Und was ich natürlich auch muss sagen, wenn es wirklich so einfach wäre, gewesen, aus dem zweiten Platz etwas zu machen, klar hatte ich auch Glück gehabt, dann hätte es jetzt bei denen, die nach mir sind, gekommen, hätte es jetzt einige eigentlich auch in der Hand gehabt, etwas zu machen, weil der Weg wäre vorgegeben gewesen. Aber ja, es ist halt nicht einfach so, dass man zweit werden kann und sich auf den Lorbeeren ausruhen und denkt, ja, super, ich bin die zweit schönste Frau in der Schweiz, muss jetzt nicht machen. Weil die Bütze, die fällt eigentlich erst näher an. Aber du hast es dann in die eigene Hand genommen, hast gesagt, ich lasse mich nicht einfach vermanagen oder ich gehe auch nicht zu Veranstaltungen, die mir persönlich nicht zusagen. Mhm. Und das war ja nicht so einfach. Nein, das ist wahr, das ist nicht so einfach. Aber wenn man ein bisschen auf den Bauch hört und wenn man eben, was ich mir immer gesagt habe, wenn meine Zeit halt abgelaufen ist, dann ist sie abgelaufen. Aber ich will mich nicht prostituieren oder irgendwelche Sachen machen, nur damit ich noch ein Bild in der Zeitung habe. Und das habe ich mir immer klar gesagt. Und lustig ist, irgendwie hat sich genau das bewährt. Ich bin überzeugt davon, dass wenn man mal gelernt hat, auch Nein zu sagen und sagen, nein, das mache ich nicht und das mache ich auch nicht mit, dass sich dann eigentlich auf Dauer wirklich bewährt und dass es auch dann richtiger ist. Aber jetzt moderierst du ja auch. Also, gut, schon länger. Ja, schon länger. Naja, wenn du so alt bist, der jetzt auch noch nicht. Also wenn der Udo Jürgens jetzt zu mir sagen würde, ich singe und der würde sagen, schon länger, da könnte ich sagen, ja, der Bruder singt jetzt seit 55 Jahren. Aber so weit sind wir ja noch nicht bei dir. Was hast du dich da so spezialisiert bei den Moderationen? Also fest angestellt, da bin ich beim Radio Berner Oberland, dort arbeite ich seit 4 Jahren, mache ich Tagesprogramm Schweizer Musiksendung und bin dort eigentlich überall in der Redaktion jetzt auch. Und, Schweizer Musik? Schweizer Musik, ja. Liebst du die? Ja, ich muss denke, so ein bisschen Heimatschutz betreiben und ja, sicher die Schweizer Musik pushen, das finde ich schon gut. Wir spielen auch sehr viel Schweizer Musik auf dem Radio BEO. Und von dort her habe ich zum Beispiel viel geschafft, eben mit dem Aussehen nicht zu schaffen. Mhm. Und das ist noch cool, muss ich sagen, weil sonst ist man sich immer gewöhnt, wenn es nicht weitergeht, lächelt man schnell herzig und dann ist die Situation gerettet. Aber beim Radio funktioniert das nicht. Und das hat mir dann einfach auch für die Live-Moderationen viel genützt. Ja. Aber du wärst ja eigentlich sozusagen eine ideale, ich sag mal, News-Anchor-Frau letztlich für Schweizer Fernsehen. Irgendwann. Also eine Juristin, die gut ausschaut, sowas hat man ja verhältnismäßig selten. Gibt es da irgendwelche Anfragen? Hast du da irgendwelche Hintergedanken? Nein, das kann ich ja selber auch nicht entscheiden. Und ich muss sagen, bei der Scheu, ich bin nie der Typ, der hergegangen und gesagt hat, nehmt mich oder schaut mich mal an. Irgendwie habe ich da Hemmungen. Also eigentlich auch das Radio und all die Sachen, die ich bekommen habe, dass die Leute auf mich zukommen. Und vielleicht ist das eine falsche Scheu, die ich habe. Irgendwie. Wobei ich im Moment sowieso weiss, ich mache jetzt noch einen Masterabschluss, Master of Law. Und da bin ich in einem Jahr fertig. Und eben, wie gesagt, da bringt mich einfach niemand davon ab, weil der Studienabschluss, den zusätzlich, den mache ich noch. Aber wenn du jetzt, wenn du das jetzt dann alles so wunderbar hinkriegst, wo passt da eigentlich dein Privatleben noch rein? Das leidet halt zum Teil schon. Also, muss sagen, also der Herr leidet? Schlitzohr. Nein, ich wohne ja noch daheim und ich bin umso auch froh, weil ich viel wirklich spät heimkomme. Und da bin ich froh, wenn ich weiss, es ist noch jemand im Haus. Ja. Familie, ich kann mit denen reden und so. Und habe jemanden um mich herum, weil zum Teil ist es halt schon die Arbeitszeit, sie könnten einem schon recht einsam machen, zum Teil, ja. Aber der Herr leidet. Welcher Herr? Ja, ich denke jetzt nicht, dass du mit der Frau zusammenlebst. ich habe eine eigene Wohnung und dort wohne ich allein mit meiner Schwester. Also Herrenbesuche finden dort grundsätzlich nicht statt. Oder nur nach vorhergehender Anmeldung bei der Juristin. Ja, selbstverständlich. Ja, mehr da Frauen. Frauenwege sozusagen, ja. Frauenwege, das muss ja auch sehr amüsant sein. Moment, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit der Familie. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du da verankert bist. Ja, das stimmt. Und das bin ich mir auch bewusst, dass wenn ich das nicht hätte, hätte ich mich zum Teil auch nicht so weit zum Fenster rauslehnen. Machen wir es ganz kurz. Wenn du einen Traum hättest, wäre der Traum eher, wo du sagen würdest, okay, ich würde gehen wirklich ins Showbusiness als dann Produzentin oder sonst was, oder würdest du sagen, also wenn ich es schaffen würde, dann würde ich eigentlich gern an der Uni Professorin für Medienrecht werden. Wenn du die beiden, was würdest du sagen, das bin eher ich? Tja, das ist eine gute Frage. Dann antworte.
weiß ich nicht. Also ich denke jetzt, gut, so wir haben eine Chance, dass ich Professorin werde, bin ich jetzt so wieder nicht. Es kommt ein blendend aussehender Herr, Brad Pitt ist ja gerade frei, es kommt ein blendend aussehender Herr und macht dir den Weg dann etwas einfacher. Den Weg gibt es auch. Nein. Also was ich mache und was ich erreichen will, will ich selber machen, nicht weil ich mit dem richtigen Mann zum richtigen Ort zusammen bin. Das sicher nicht. Das sind aber lobenswerte Worte, die hört man ganz selten von einer Miss Schweiz, von einer Juristin. Herzlichen Dank, Mascha Sanzi. Danke dir. Und wünsche dir alles Gute, dass du beide so wunderbar unter den Hut kriegst. Und wer weiß, vielleicht in 5 Jahren kannst du mich ja mal vertreten als Medienanwältin. Okay. Toi, toi, toi. Merci. Und wirklich das Beste, weil ich finde es bewundernswert, dass jemand auf der einen Seite Show-Business macht, auch aber da Nein sagen kann, auf der anderen Seite Juristin ist. Und ich wünsche dir wirklich absolut das Beste. Vielen Dank. Danke, dass ihr dürfen kommen.